Alte Werte, Party, 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 Party. I'm Janergy, got a lot of energy. Klasmo-Energie! Hajimeo! Heute bin ich im Klasmo-Design. Wer nicht weiß, wer Klasmo ist, das sind die hier, okay? Das sind Freunde von mir, die ein krankes Produkt gemacht haben. Meine neuen Partner, die mir überall helfen, die dieses Energies Next Newcomer überhaupt zustande machen. Weil sie alles machen, was sie für diese Staffel, okay? Die haben diese Preisgelder für uns besorgt. Die haben dieses geile Energy Drink besorgt für uns, okay, Leute? Deswegen checkt mal deren Seite in meiner Beschreibung aus. Ich raste ja schon förmlich aus, Digga. Klasmo, schreibt mal alle in die Kommentare. Klasmo. Übelst die Ehre, Männer, Leute, wirklich. Ihr müsst mal wirklich den Link in meiner Beschreibung auschecken, weil das ist ein Energy Drink, der wirklich gesund ist, der cool ist, Digga. Anstatt dass du dir irgendwo auf Penny irgendwo was für 2 Euro irgendwas holst, ist gefühlt diese große Dose hier 1 Euro, okay? 1 Euro irgendwas umgerechnet, okay? Natürlich kaufst du das in Mengen, aber im Endeffekt hast du gespart. Klasmo Energie. Bye. Willkommen zu Danergy's Next Newcomer. Es ist soweit. Es ist soweit. Heute werden 3 Leute rausfrieren. Wir werden uns jetzt die Newcomer angucken, denn die Newcomer haben heute was eingesendet. Ich habe den letzte Woche gesagt, yo, hier ist mein Song Parasit auf Spotify. Wer ihn nicht kennt, der ist ein Ehrenloser, okay? Parasit, du bist Parasit. Das war mein Song, den ich gemacht habe auf Spotify, schon online ist. Und die Leute sollten ein Part auf diesen Song schreiben. Ich weiß nicht, ob ihr meine Energie spürt, aber es kommt nicht aus der Natur. Es ist Klasmo, verdammte Scheiße, Mann. Und ich trinke den Shit jeden zweiten Tag und es fühlt sich immer besser. Okay, so, ich würde sagen, lass uns nicht lang reden, weil wir schon sehr viel reden. Fangen wir einfach mit dem lieben Niklas an. Servus, Danergy, hier kommt mein Part zu deinem Song. Ich hoffe, es gefällt euch. Let's go! Ja, ja, ja! Ja, Baby, du denkst, ich bin nicht genug für dich. Doch übermorgen denkst du wieder nur noch an mich. Weißt du noch, wo du eines Tages zu mir sagtest, ich wäre der Mensch und so daran halt ich leider gerade fest. Jetzt steh ich hier, heute stehst du da. Wir sind so weit entfernt wie Sonne und Mars. Jetzt sagst, sitzt du in der Bar und du denkst über nach, was zwischen uns mal war. Okay, Chat. Was sagt der Chat? Weiter nicht geil raus. Man konnte sehen gerade, ob er ein Texter ist oder nicht. Es war nicht Niklas' beste Runde. Wir kennen ihn anders. Dadurch, dass er halt natürlich Englisch vielleicht mehr singt, mehr Covers singt, so. Dafür er bekannt ist, so. Es ist schwieriger, vielleicht eigene Texte zu schreiben. Und da war die Textschwäche mit dabei. Hat man gemerkt. Ich würde sagen, weiter geht's. Entscheiden wir am Ende alles. Kommen wir zu Sia. Da bin ich sehr gespannt. Oh, shit. Baby, was machst du, yeah? Werde verliere, kann nichts tun, yeah. Ja, Baby, komm nicht klar mit dir. Ich habe hart kassiert, bist wie ein Parasit, yeah. Noch immer willst du mir, doch Baby, ich kann nicht. Du bist gefällig, meine Liebe ist verdammt dich. Ich komm nicht weg von dir, mach mich zum Mädchen brennen, Baby. Ein Kuss, dein Touch, can't get enough, baby. Send it, save the money, I don't know my head and shit. Was denkt ihr da? Was er da getan hat am Ende? Dreckig, Alter. Woo! Weiter, hohe Stimme, aber weiter. Ey, er hat am Ende kurz gesagt, so, mir scheißegal, ich zeige jetzt, was ich auf Türkisch kann, so. Sehr nice. Habe ich gefühlt. Okay, ich würde sagen, Mann, kommen wir jetzt zu Shanks. Shanksy ist bekannt für seinen Drill. Ich würde sagen, let's go. Sie bleibt verliebt, auch wenn sie es anders sieht. Ist keine Fantasie, sie macht mich krank wie ein Parasit. Hast dich verändert, dann sag ich, du hast einen anderen Stil. Zu viel Ärger, doch lächeln nur für das Kamba-Team. Erst Wolke 7, nur will sie ins Paradise. Karmantika bringt Rosen zum Dinner am Candlelight. Sie ist Highclass und will beste Life. Pop Champagne, kipp es in die Menge rein. Ja, sie will immer nur dasselbe. Ja, Herz gebrochen, so wie Scherben. Na, aus den beiden kann nichts werden. Du bist wie ein Parasit. Er ist nice gewesen. Irgendwann geil, aber auch langweilig. Ja, er hat sich sehr wiederholt wieder so in seinen Flows. Er ist halt mehr in diesem Drill drin, glaube ich so. Er hat Potenzial. Manche Zeilen sind richtig geil. Manche, auch dass er diese Melodie gemacht hat. Ja, ich muss echt gucken, was die anderen gemacht haben. Kommen wir
So eine Girl, Selena Mars. Sie habe ich schon in den letzten Thumbnails benutzt, auf jeden Fall für meinen Kanal. Selena, show me what you got. Ich bin gespannt, was du auf meinem Beat gemacht hast. Schickst mir eine Nachricht, babe. Du willst mich wiedersehen. Hier nicht so girl for a night or maybe for two. Ich folgte dich nach Liebe, ist das nicht? Doch ich bleib bei dir, bei dir. Okay, okay. Oha, sagen Leute, oha. Abo, wie geil. Das war krass, Selena, wirklich. Also wirklich krass. Nochmal Props an dich. Und ich würde sagen, wir gehen weiter. Wir geben unsere letzte Meinung am Ende. Und gehen wir jetzt. Oh, okay, okay, okay. I'm ready for her. Kommen wir zu Charles. Let's go. Hey, let's go. Let's go, let's go, let's go. Komm nicht klar in meiner Welt. Gefühle fahren Karussell. Hey. Dachte echt, dass wir nur Freunde sind. Doch ich sehe in deinen Augen, dass bei dir was nicht mehr stimmt. Ja. Yeah. Du hast dieses Bauchgefühl. Deine Blicke fragen, ob ich es genauso spür. Ja. Yeah. Doch ich wirke nur von außen kühl. Habe Angst, mich zu verbrennen, wenn ich auch so fühl. Du weißt, dass es nicht so leicht ist. Warum machst du mir dann so einen Druck und sagst, entscheid dich, gib mir Zeit, ich stehe zwischen ja und nein. Ich weiß nicht, aber hey, okay, okay. Musikvideo Gedanken gemacht. Da bei ihr muss man sagen, Text war geil, Digga. Wisst ihr, ich meine, das ist bei ihr so der Effekt so. Der Text ist geil. Nur hat sie leider nicht jetzt gerade zum Beispiel eine erfahrenere Stimme als Selena. Sind wir Retalk. So, man hört raus, sie ist mehr Rap und das ist auch okay so. Keiner sagt, du musst singen, um krass zu sein. In dem Vergleich von den beiden merkt man, dass Selena nicht so krassen Text drauf hat, wie jetzt eine Charles. Sie hat mehr den Text drauf, aber dafür weniger Stimmkontrolle. Das ist der Unterschied zwischen den beiden. Voll mal eine andere Seite von ihr gezeigt. Wirklich starke Runde gewesen. Feier ich sehr. Hätte ich nicht gedacht von ihr. Ich dachte, sie sitzt wieder da voller Energie so und versucht irgendwas Krankes drauf zu spitten so. Kommen wir zum nächsten. Und zwar zu Rafa. Harde! Komm, gib mir. Sie ist ein Parasit. Sie hat es oft gezeigt. Sobald sie Para kriegt, klaut der Pastor die Zeit. Und wie ein Parasit saugst du nur mein Geld aus. Denn sie will nicht mit mir im Hotel, sie will im Penthouse. Und ich weiß nicht, willst du denn jetzt mich oder mein Geld? Baby Girl, du weißt doch, für dich reiß ich um die ganze Welt. Doch ich glaub, du lügst mich an. Du musst mir ganz schön mehr beichten. Ich glaub, du bist ein Bitch, das liegt nicht an dein Sternzeichen. Sternzeichen. Okay, ey, wir haben hier Sachen am Start, Digga. Der war schon nice. Der war schon nice, Chat. Was sagt der Chat? Oha, oha, einfach Ferro. Es fehlt ein bisschen der Juice so. Der Juice ist da, Digga. Was heißt der Juice so, wenn nicht viele wissen, was der Juice ist? Aber der Juice ist einfach dieses so, man merkt, da ist einfach Feuer und es war Feuer da, aber es fehlt etwas noch. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass seine melodischen Sachen zu leise manchmal sind. Ich bin gespannt, würde er jetzt aufnehmen, sich aufnehmen im Studio, wird sich jeder nochmal anders anhören. Okay, gehen wir weiter zu Danik. Ich bin gespannt, was Danik macht. Danik ist dafür bekannt, dass er krasse Texte bringt. Ich bin gespannt, ob er jetzt ein Level Up oder Level Down gemacht hat, weil diese Aufgabe hat es in sich. Hey! Baby, mit dir flieg ich durch die Galaxie wie Asteroiden, ja, dort wo uns keiner sieht, Baby. Und ich träume von dir gestern so wie heute. Ich melodisch? Nicht so lange du bei mir bleibst, wie ein Parasit, Baby. Oh, meine Zeit verfliegt, einer der liegende Einschatzspiel. Aber Baby, ich krieg kaum so strandet die weißen Jalousien. Oh. Das und dies in meinem Kopf ist schon wie ein Verlies. Bitte sag mir, was du siehst. Willst du daraus Para oder Paradies? Ja. Para oder Parasiten hängen am Sack, aber ohne was zu bieten, ohne paar Kredite, wenn es sein muss, würde ich schon nicht nur Parisen. Oh. In der letzten unter diesen, die das so sehen wie den Western Union Film, wenn ich mal. Aber halt immer nur die Hände über dich und dein Fan. Ich werde dir keine Verletzung verliebt. Ja, 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 ja.
Was war das am Ende für ein Double Time, Digga? Was war das? Was hat er da am Ende alles gesagt, Bro? Kommen wir noch zu den letzten zwei. Wir sind 9 Leute gewesen. Kommen wir zu den letzten zwei. Ich habe sehr hohe Erwartungen an dich. Deine Stimme ist so unerfahren bei Leuten, die wissen nicht, was du drauf hast. Ich hoffe, du verkackst jetzt nicht. Ich habe sehr viel Hoffnung in dir. Digga, was ist das für ein Sound? Warum hört man so einen Sound auf einmal? Guck mal, wie scheiße der Sound schon ist. Ich bin kein Prinz aus einem Fairy Tale. Mit dem perfekten Soccer Player, so wie Gareth Bale. Ich würde nicht sagen, Mission failed, ja. Doch, Honey, du bist nicht von dieser Welt, ja. Ho, ho, ich hab es satt, Jim, Homies in der Stadt. Und wieder rufst du an und fragst dich, was ich gerade mach. Komm, ich schau dir an und get it, aber ich lieg wieder wach. Baby, deine Schöner mach mich krank, ja. Baby, ich will das nicht riskieren. Dich zu verlieren ist wie ein Tor zu kassieren. Diese Liebe zwischen uns, ja, die ist kompliziert. Ich weiß selber irgendwas zwischen dir und mir. Zwischen dir und mir. Ihr habt den Vergleich gemerkt, oder? Leider ist der Sound, Bro, wirklich Müll gewesen vom Beat. Vielleicht das ist nicht eine bessere Möglichkeit, das aufzunehmen. Ich erwarte auch derbe viel von euch immer. Kann jemanden gewinnen lassen, der nicht weiß, wie man sich aufnimmt oder nicht weiß, wie man Texte schreibt oder nicht weiß, wie man performt oder nicht weiß, wie man vor der Kamera steht und Gas gibt so. Weißt du, ich meine, Energie rüberbringt so, durch die Kamera hindurch so. Ich brauche sowas und das war wirklich leider gar nichts, was in die Richtung geschossen hat. Es tut mir wirklich leid, dass ich das so hart sage, aber man muss das machen so. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Wir gucken uns die letzten an, dann kommt die Entscheidung. Let's go. Ich bin kein Märchenprinz, ich bin Märchenprinzess. Da zeig ich ihm die kalte Schulter, werden die Nächte wieder besser. Mal will ich ihn zu doll, manchmal will er mich zerbrechen. Manchmal will ich es beenden, doch ich bin viel zu besessen. Ich halte nicht einen Tag ohne ihn auf. Manchmal so leise, manchmal sind wir wieder viel zu laut. Wir drehen auf und egal, auch wenn ich Zweifel hab, ich weiß genau, wir heben ab, wenn ich uns einbau. Ich geb nicht auf, diese Liebe ist unendlich, er nimmt mich aus, ich nehme ihn aus und unzertrennlich. Mal wird es brenzlig, Baby, ich kenn dich und du kennst mich. Wir sind ein Team, nur du und ich, das ist wie Gangshit. Ey! Digga! Wie schreibt sie bitte, Digga? Sie schreibt schon nice, Bro. Weiter, hört sich gut an. Raus, raus, hoha, Baba, Stimme an. Also Real Talk, sie hat wirklich was Nices an sich. Nina, sehr nicer Text. Performance, könnte man drüber reden so, dass man das noch geiler rüberbringt, aber es war schon sehr nice. Du kannst Songs schreiben, das hört man einfach raus und das suche ich. 3 Leute fliegen jetzt raus. Es tut mir mein Herzen langsam weh, weil wirklich, ich gönne es jedem, diese 5000 Euro, diesen Status zu haben, irgendwo was zu gewinnen, irgendwo gesehen zu werden. Ich gönne es jedem, deswegen mache ich dieses Format. Ich mache es nicht nur für mich, ich mache es für Leute da draußen, damit ihr gesehen werdet, okay? Weil viele von denen nicht gesehen werden. So, jetzt müssen wir uns entscheiden. Okay, wer hat mich am meisten überzeugt? Es war sehr schwierig, muss ich schon sagen. Wen möchte ich auch in den nächsten Aufgaben sehen, weil die nächste Aufgabe es sich in sich hat. Die nächste Aufgabe ist schon aufnehmen. Ihr dürft Autotune benutzen, ihr dürft Mixing benutzen, ihr dürft euch auf einen Track aufnehmen. Was es dann im Endeffekt sein wird, das dürft ihr auch erst, die jetzt weiterkommen, könnt ihr erst nächste Woche erfahren. Die Gruppen werden sich jetzt zusammenfügen, okay? Die Gruppen werden jetzt zusammenkommen als eine Gruppe, das nächste Woche Freitag und dann kriegt nächste Woche Freitag jeder eine Aufgabe zusammen, okay? Nur eine Aufgabe, keine zwei mehr. So, deswegen, wer kommt in die feine Gruppe? Für mich ist weiter. Sia, du bist weiter, du bist in der nächsten Runde. Selina, weiter, wirklich weiter. Es war nice. Ich habe gedacht, dass du textliches schwieriger hast. Es war auch nicht wirklich eine der Top-Leistungen, was Text angeht. Du musst auf jeden Fall deinen Text upgraden. Wer noch safe dabei ist, ist Rafa, glaube ich. Rafa war gut. Danik safe. Danik ist auch safe weiter. Nur noch 2 Leute dürfen weiter. Ich glaube, Charles ist sehr krass. Oh! Okay, wir werfen jetzt den andersrum. Wir werfen jetzt den ersten raus. GG an alle, die weitergekommen sind. GG an alle. Okay, gut. Der erste rausgeflogen ist leider Tom. Tom ist leider raus. Es tut mir leid, Bruder. Aber das war leider zu schwach. Ich weiß, was du drauf hast. Ich weiß, was du drauf hast. Ich weiß, was du kannst, aber es war leider zu schwach. Und ich kann das nicht den anderen antun. Die anderen haben sich Gedanken gemacht. Guck mal, du standst trotzdem vor deiner Cam, während einer Shanks die Lichter bam gemacht hat. Ein bisschen Energie gezeigt hat, so. Und es tut mir leid. Sagen wir jetzt noch einen, der weiterkommt. Wer kommt denn weiter noch, Digga? Ah! Wer fliegt jetzt noch raus? Es tut mir leid an alle, aber Niklas, das leider
auch nicht gut. Und da muss ich die Wahrheit sagen. Ich ziehe die ganze Zeit zurück. Guck mal, ich bin auch nur ein Mensch. Ich denke mir, boah, Mann, der hat so eine gute Stimme. Der könnte das so krass, aber ich darf es nicht tun. Deswegen, Niklas, es tut mir leid, aber du bist auch leider raus. Und damit haben wir zwei sehr starke Stimmen verloren. Wir haben sehr krasse Stimmen heute verloren. Eine fliegt raus, eine weiter. Shanks oder Nina? Sind beide nice. Mit Shanks könnte man echt nice Drill-Shit machen. So, ich sehe ihn auch so in diesen Future R&B-Drill, so, wo er ein bisschen melodischer wird. Ich sehe Nina auch so, weißt du, sie macht so ihre Haare nach hinten so. Sie rastet einfach komplett auf einmal aus. So, wer weiß, was sie alles bringen kann. Double-Time-Scheiße. Ich kann mir alles bei ihr vorstellen. Ihr seid alle für Shanks, ja? Ich bin für Nina. Tut mir leid, Shanks. Ist leider raus. Ich entscheide es jetzt so. Und somit ist Nina weiter. Ihr habt euch alle für Shanks entschieden. Ich habe mich für Nina entschieden. Ich weiß, viele sind vielleicht gerade abgefuckt, aber so ist es. Jetzt werdet ihr einfach heulen, okay? Aber Nina wird dann nächstes Mal zerstören und sagt ihr, oh mein Gott, es war so eine gute Entscheidung. So, an alle, ich küsse eure Herzen, die heute weitergekommen sind. Ich küsse eure Herzen, die nicht weitergekommen sind. Nächste Woche Freitag ist es soweit, dann Gruppe B. Und diese Gruppe wird auch wieder zerstören. Da bin ich gespannt, was sie gemacht haben, weil das ist eher so ein vibiger Ding, okay? Und da gibt es sehr viele Rapper. Wir sehen uns dann. Bis dann, bis dann. Bitte GG in die Kommentare oder ein Herz, damit ich mich wieder gut fühle. Ich bin so traurig. Ihr habt mich alle fertig gemacht dafür. Hört auf damit, ich werde nie wieder live gehen.